Hi Ladies, Nicole hat mich gefragt nach einem wunderbaren Kleid für Sie. Es sollte in Weiß sein und lange Ärmel haben. Und Nicole, jetzt halte ich fest, denn hier habe ich ein wunderschönes Outfit für dich zusammengestellt, was genau deinen Wünschen entspricht. Aber bevor ich jetzt tiefer in dieses Outfit einsteige, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Tipps und Tricks und die Links dazu, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details und meine Überraschung dazu. Nicole, ich denke, hier habe ich bei diesem Kleid wirklich jeden Wunsch, den ich dir, sage ich mal, von den Lippen ablesen konnte, erfüllt. Denn wir haben hier ein Kleid, ein Tunika-Kleid vom Designer Laura Scott. Und hier ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn es ist zwar kein Vukuhila-Kleid, aber es ist hinten lang, vorne kurz geschnitten, am kompletten Kleid schön verteilt, Spitze, geklöppelte Spitze, also wirklich sehr, sehr hochwertig im Stoff gearbeitet. Und wie du gewünscht hast, lange Ärmel, aber ich sage nicht nur lange Ärmel, sondern Trompetenärmel. Aus dem Grund heraus, und ich glaube, das ist auch genau das, was du gesucht hast, wenn du im Sommer unterwegs bist und der Wind durch deine Ärmel fährt und dabei noch deine Bewegung unterstützt. I love it, kann man wirklich dazu sagen. Und bei dem Kleid hört es natürlich bei den Ärmeln nicht auf, denn wenn ihr genau hinschaut, hat das Kleid unterhalb der Brust noch eine schöne Brosche, die das wirklich hier in dem Bereich von der Brust zum Blickfang macht. Und wie man das Ganze hier nochmal wirklich unterstützt, da komme ich gleich dazu, weil da gibt es noch ein schönes Accessoire, was ich rausgesucht habe. Aber hier wirklich nochmal gesagt, es ist ein Hingucker. Es ist kein Kleid, was man um die Ecke findet, sondern wirklich, was ihr lieben würdet. Und Nicole, ich verspreche dir, wenn du dieses Kleid einmal angehabt hast, du willst es nicht mehr ausziehen. Aber ihr wisst, ein Kleid alleine ist kein komplettes Outfit und erst das Outfit macht es zu wirklich was Besonderem. Und da will ich mal ein paar Etagen runtergehen, weil bei dem Kleid hier zeigt natürlich sehr, sehr viel Bein. Und um da eure Beine wirklich richtig schick zur Geltung kommen zu lassen, habe ich hier einen Pump herausgesucht, der relativ hoch ist mit 9,9 cm und einem Pfennigabsatz. Und dadurch bekommt ihr ewig lange Beine, die schlank wirken, straff und sexy. Und der Pump selber kommt im Cutout-Style. Cutout-Style kann man einfach mal so beschreiben. Das Leder ist halt so verarbeitet, ihr seht es ja auch, dass es relativ offen gehalten ist mit vielen kleinen Details, dass euer Fuß auch noch schön mitwirken kann. Und somit quasi bekommt ihr einen wunderschönen Fuß, die Beine kommen gleich danach und man will wirklich nur noch gucken und denkt, wow, ein paar lange Beine und dann das Kleid. Also hier haben wir schon mal wirklich eine Grundlage geschaffen, die, wow, wirklich herrlich ist. Aber die Schuhe und das Kleid, da fehlt noch ein paar Kleinigkeiten. Und natürlich, wenn ihr gerade im Sommer unterwegs seid, da habt ihr, ich weiß es, immer viel dabei. Und das soll gut verstaut sein. Und da habe ich euch hier eine Shopper-Handtasche rausgesucht, wo sehr viel reinpasst, auch mehrere Fächer drin sind, damit ihr nicht so ewig suchen müsst in den Handtaschen. Und vom Style her selber sind hier mehrere verschiedene Lederarten und Lederfarben verarbeitet, dass das auch wiederum zum Kleid passt. Und ich habe extra darauf geachtet, weil mit so einer Handtasche kann man auch noch viele andere Kleider und Outfits kombinieren. Sprich, wenn ihr so eine Handtasche euch zulegt, dann habt ihr quasi eine Investition in mehreren Outfits geleistet, weil diese Tasche relativ zeitlos ist und zu vielen, vielen verschiedenen Möglichkeiten passt. Aber zu diesem Kleid, zu diesem Outfit perfekt. Und vor uns hatte ich ja gesagt, wie könnte man hier vorne die Brosche, das Bustier und diesen schönen Ausschnitt nochmal unterstreichen und eins draufsetzen? Natürlich mit den i-Pünktchen. Und da habe ich euch hier eine wunderschöne Kette herausgesucht, aber keine ganz normale Kette, sondern hier habe ich extra darauf geachtet, dass wir ein Lederriemchen haben, was ihr komplett in der Länge quasi verstellen könnt, sprich ob ihr es eng tragt oder weit tragt oder sogar so weit tragt, dass es übers Kleid vor der Brosche rumbaumelt, da habt ihr freie Hand, aber allein schon dieses Lederbändchen bringt diese Schuhe, die Handtasche und das Kleid in eine Symbiose und
dieser Schmuck, der da vorne, das sind mehrere kleine Teile zusammengefügt ist und verknotet, bringt dieses verspielte Etwas mit rein. Und deswegen meine ich gerade die Brosche hier vorne und die Spitze und der Ausschnitt und der Schmuck, das macht das wirklich zu, wie soll ich mich ausdrücken, nehmt es den Männern nicht übel, wenn sie euch nicht in die Augen schauen können, weil ihr seid dann einfach wirklich verdammt heiß. Genau, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt dieses Outfit und ich denke, Nicole, dir wird dieses Outfit wirklich perfekt stehen und wirst damit sehr, sehr lange Freude haben. Und wenn ihr, wie Nicole, so ein Outfit direkt auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare, so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung gehen wollt, was für einen Stil ihr sucht, wie groß ihr seid, welche Haarfarbe und so weiter und so fort, damit ich euch so genau wie möglich auf euch zugeschnitten so ein wunderschönes Outfit vorstellen kann. Und damit ihr so ein Outfit dann natürlich nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach auf mein Logo abonnieren und verpasst in Zukunft kein Video, kein so ein Outfit mehr und natürlich die dazugehörigen Deals. Ist das ein Deal? Also ab in die Comments und schreibt mir. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem wunderschönen Outfit.